Motorradfahrer sind bei einem Unfall weitgehend ungeschützt. Der ADAC hat deshalb im Crashtest zwei Airbag-Westen gegenübergestellt. Eine voll elektronische Weste und eine Weste mit Reißleine. Dabei wurde ein typischer Unfall simuliert, bei dem ein Motorrad seitlich auf einen PKW prallt mit 50 km/h. Das Ergebnis ist eindeutig. Bei der Airbag-Weste, die elektronisch gesteuert wird, haben wir eine sehr kurze Auslösezeit von ca. 40 Millisekunden ermittelt. Dies ist geeignet, um schon den ersten Aufprall abzufedern, also die Verletzung zu reduzieren. Bei dem zweiten System, das mit Reißleine funktioniert, war die Auslösezeit ein ganzes Stück länger. Es waren über 200 Millisekunden. Fazit: Beim Erstaufprall hilft nur das elektronische Airbag-Westensystem. Beim Zweitaufprall schützen dagegen beide Westen. Das neue System hat eine Funksteuerung für die Auslösung. Über Sensoren am Motorrad wird ein Aufprall sehr früh erkannt. Grundsätzlich ist einer der wichtigsten Forderungen, dass die Systeme schnell genug arbeiten, um eben den ersten Aufprall schon abfedern zu können, im Idealfall. Das Weitere ist, der Schutz sollte natürlich auf möglichst viele Körperbereiche, zum Beispiel auch in dem Halsbereich, sollte der Schutz ausgedehnt werden. Das sind die Forderungen, mit denen wir ein Mehr an Sicherheit produzieren können. Nachteil der elektronischen Weste: Sie muss regelmäßig aufgeladen werden. 30 Stunden hält der Akku. Kostenfaktor ca. 1.200 Euro. Doch dafür ist ein großer Schutz beim Aufprall gewährleistet. Eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt.